So, The Evil Within, eine weitere Folge. Wir haben hier im malerischen Dörfchen aufgehört. Und ihr seht, ich habe mir ein wenig was Kuscheligeres angezogen, den Freddy Krüger Pullover. So, ich werde mal eben ganz schnell schauen, wie ausgerüstet wir sind. Ich werde mal ein paar Bolzen herstellen, wenn das möglich ist. Natürlich nicht. Boah, das sieht so mager aus für uns. Naja, das gibt's gar nicht. Das ist die einzige Waffe, die noch Munition hat. Ist im Übrigen Scharfschützengewehr. Aber ich hoffe, dass wir nicht gleich fündig werden. Wir sollten natürlich auf Statuetten gucken. Auf Statuen. Oh, Hagel. Also heißt es für uns jede Menge... Mein Gott, Joseph, ey. Wenn der nicht in der nächsten Folge irgendwie mal verschwindet, aus unerklärlichen Gründen, wenn der verschwindet in der nächsten Folge, dann wisst ihr warum. Ja, dann bin ich wahrscheinlich schuld. Der macht mich fertig, der Kerl. Boah, wir finden hier so viel Haargel, das gibt's gar nicht. So viel Us. Ein Engel, der sich die Hände vors Gesicht schlägt. Das ist sehr, sehr... gruselig und unheimlich. Ich möchte da, glaube ich, doch schon mal hingehen. Sieht nach einem Marktplatz aus. Sieht verlassen aus. So wie alles hier. Ach nee. Wir sollten weitergehen. Ja, 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 ja. Ist ja voll das Paradies hier. Paradies, Paradies, Paradies. Ist ja voll das Sammlerparadies. Ich glaube, nach denen... Ich glaube, die Spieleentwickler, die haben bestimmt sich dabei gedacht, Alter, nach der Zombie-Attacke, nach den Zombie-Willen, müssen wir den Spieler einfach mal Möglichkeiten geben, einkaufen zu gehen auf diesem Marktplatz. Alter, ich hab doch schon... Oh, ein Medipack, ein großes. Das werden wir sofort in Anspruch nehmen. Ohne Widerworte. Hallo, Josef. Ich grüße dich. Die Kellerin ist die schönste Frau der Welt. So, du hast dich gerade mal wieder 20 Minuten leidenschaftlich über Kunstrasen unterhalten. Du warst dagegen? So. Schade, dass man hier nicht so ein paar Zeitungsartikel lesen kann. So wie in der Anstalt. Alter, was ist das denn für ein Marktplatz? Kommen Sie ran, hier werden Sie genauso beschissen wie nebenan. Ja, bei uns gibt's hier... Keine Ahnung. Radios, alte Radios zu super Preisen. Oh, hier gibt's Schrotflintenmunition. Beim Nachbar gibt's... Oh, Glühwein. Da war jetzt nichts drin gewesen. Ich werde mich echt mal intensiv hier umsehen, weil, wie gesagt, mir ist aufgefallen, ich habe an einigen Stellen doch etliche Sachen liegen gelassen. Oh, ein Tonband. Und da ist drüben ein Blendbolzen. Hören wir uns dieses Tonband mal an. Vater war ein unnachgiebiger Mann. Stolz und, wie ich dachte, intelligent. Aber er war auch fromm. Ein Mann des Glaubens. Es ist irgendwie schwerer, sich zu bewegen. Er hat die Kirche stets unterstützt. Egal, was in der Zeitung stand. Er hat jegliche Anschuldigungen abgewiesen, als wären sie unfehlbar. Die Elenden, das Ungeziefer, die Unnachgiebigen. Diese Kirche hat sie alle aufgenommen. Ihnen wurde Erlösung und ewiges Leben versprochen. Doch sie kann ihnen nichts versprechen, was ich ihnen nicht nehmen könnte. Alter, dieser Joseph, der quasselt dir sogar beim Italiener noch in die Thunfischpizza rein. Ehrlich, der quatscht dir während des Tonbandgerätes, sprich, quasselt er da rein. Das gibt's gar nicht. So, dann mal wieder Us. Oder beziehungsweise... Nein. Vater war ein unnachgiebiger Mann. Stolz und... Ach, man kann weiterlaufen dabei. Ja. Aber er war auch fromm. Ein Mann des Glaubens. Er hat die Kirche stets unterstützt.
egal was in der Zeitung stand. Er hat jegliche Anschuldigungen abgewiesen, als wären sie unfehlbar. Die Elenden, das Ungeziefer, die Unnachgiebigen. Diese Kirche hat sie alle aufgenommen. Ihnen wurde Erlösung und ewiges Leben versprochen. Doch sie kann ihnen nichts versprechen, was ich ihnen nicht nehmen könnte. Wie viel Klamotten wir hier bekommen? An Zeugs, also so Bastelteile und Haargel und Munition. Pass auf, dass man die Hand nicht ausrutscht, Joseph. Das könnte schnell passieren. Was habe ich denn da gerade noch aufgenommen? War das Schrotflintenmunition? Wie geil. Okay. Slenderman. Übrigens, habe ich heute die News gelesen, dass Slenderman The Arrival für die PlayStation 4 wohl in der Mache sein soll, angeblich. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Ich möchte mich da jetzt nicht weit aus dem Fenster lehnen, aber angeblich, laut wohl einer Liste, soll sich wohl Slender The Arrival für die PlayStation 4 in der Entwicklung befinden. Was da dran ist? Wie komme ich denn da hin? Ob da was dran ist oder nicht, das denke ich mal, werdet ihr wahrscheinlich bei mir im Vlog dann bald mal erfahren. Ah, hier. Wäre natürlich cool. Slender's Arrival. Boah, würde ich mich so drüber freuen. 1000 Hagel. So. Tja, noch ist alles entspannt, die Lage, finde ich hier. Oh, geh mir aus dem Weg. Ich kann den nicht mehr sehen, bin ich ganz ehrlich. Ich kann den nicht. Am liebsten hätte ich gesagt, weißt du was, knall dich ab in der einen Szene. Ehrlich, also wenn ich Basti gewesen wäre, hätte ich gesagt, weißt du was, knall dich ab, ey. Ohne Scheiß. Tut mir leid, aber momentan gerade komme ich gar nicht auf den klar, weil der mir so im Weg stand vorhin. Oder beziehungsweise in den letzten Folgen. Und dann noch diese dämlichen Sprüche noch dabei. Oh oh. Ist das ein Friedhof? Ja, stirb! Stirb! Was denkst du, wo wir sind? Du meinst wohl wann? Die Gebäude hier sehen aus wie im Mittelalter. Ja. Ja, aber es gibt Elektrizität. Aufzüge. Dieser Ort ist nicht real. Wie ein Wirrwarr aus Erinnerungen. Die Vermutung hatte ich schon länger. Dass es nicht die reale Welt ist. Aber was ist die reale Welt? Ich glaube auch nicht, dass die reale Welt die andere ist, wo unsere Friseuse immer sitzt. Denn, aber was ist dann die reale Welt? Das weiß ich nicht. Also ich bin echt mal gespannt, was für einen Lauf das Ganze noch nimmt. Komisch, die einzige grüne Pflanze hier. Die anderen sind so ein bisschen dunkel. Uns hier kurz verstecken. Hat es sich so angefühlt, Sebastian? Nach dem Unfall. Ich habe mir nie eine Knarre an den Kopf gehalten. Nein, natürlich nicht. Hast deine Sorgen in Alkohol ertränkt. Wir können nicht alle perfekt sein. Meine Arbeit hat nie drunter gelitten. Aber hey, du hast den internen Bericht gelesen. Ich habe dich nicht gemeldet, weil ich mir Sorgen um deine Arbeit gemacht habe, Sebastian. Warum denn sonst? Wir haben keine Zeit für sowas. Ich brauche meinen Partner. Ich zähle auf dich. Basti ist also leidenschaftlicher Alkoholiker. Haben wir gerade rausgefunden? Ja. Was gefunden? Vielleicht. Lauter Symbole. Kartenfragment 12. Ein Kult.
Könnte hilfreich sein. Mir geht's gut. Wir sollten besser weiter. Die Schlachtbank, Alter. Okay. Ja, geil. Ich hab's. Ah, warte. War das nicht gerade aus weiter Entfernung noch ein Hirn, wie ich hier stand? Okay. Also, wenn okay. Das da. Okay, wenn das da und... Ich hab's. Ah, warte. Ich bin gerade also beim Bestatter. Und wir haben hier auch einen Speicherpunkt, das uns doch sehr erfreut. Alter, ich würde so gerne diesen Hammer mitnehmen, ehrlich. Und da einfach mal einen Rundumschlag machen bei den Zombies. Bevor ich jetzt da weitergehe, gehe ich doch speichern, unsere Friseuse wieder besuchen. Basti, du bleibst eben hier. Ja, ich muss mal eben kurz für große Jungs was tun. Ich habe gesagt, bleib da. Nicht zum Lesen? Naja. Okay. Also es ist wirklich so, wie ich schon vermutet hatte. Wir haben jetzt eigentlich fast jedes Bild abgearbeitet. Bis auf... Na gut, den Engel, da waren wir. Das Gebäude da oben, da waren wir noch nicht. Oder? Ich glaube, da kommen wir jetzt gleich erst hin. Und da oben das Loch. Da bin ich immer gespannt. Das Loch wird bestimmt in der Kirche irgendwo sein oder sowas. Oh mein Gott. Na toll. Crimson City. Was bringt uns das denn, wenn wir die Karte voll haben? Die Karte kriegen wir erst voll, wenn wir das Spiel durch haben. Was bringt uns das denn dann? Naja. Ich habe immer noch keine neue Statuette gefunden. Also noch keine neue Statue hier. Wo ein Schlüssel drin ist. Noch keinen neuen Schlüssel. Naja. Hallöchen. Na? Feilen wir uns mal wieder die Nägel. Ach ja. Oh. Ein neuer Zettel. Missing. Pastor Graziano. Vermisst. Pastor Graziano und mehrere Kirchenmitglieder von Cedar Hill werden vermisst. Seit ihrem Verschwinden ist die Kirche versiegelt. Verriegelt, Entschuldigung. Das war übrigens der Pastor, den wir gesehen haben. In der letzten Folge, glaube ich, war es. Der hinter dem Tor verschwunden ist. Den wir da gelassen haben. Aber irgendeiner muss doch hier auch diese Zettel aufhängen und... Oh, ich weiß nicht, was die Realität ist. Ich verliere einfach den Verstand. Ich verliere den Verstand. Das gibt's gar nicht. Ich weiß gar nicht, was ich verbessern soll, bin ich ganz ehrlich. Ich bin mir total unschlüssig, was ich verbessern soll. Obwohl, den Nahkampfschaden erhöhen wir mal auf 150%. Ja. Und die 700 Hagel sparen wir uns mal. Sparen wir uns die einfach mal und dann haben wir für den nächsten Friseurbesuch bei Tante Emma dann mal wieder ein bisschen mehr in der Tasche. Werden wir nochmal speichern. Hallo? Sehr schön. So, annehmen. Und, ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt, ja, ein paar Zombies töten. Ein paar weitere. Denn, wir wissen ja, da war eine Horde gewesen, oder zumindest ein paar, die wir aber, glaube ich, auch leise töten können. Ich allein schon dieses Bild sehe am Rand. Wenn mir nicht... der liebe Joseph im Weg steht, dann werden wir es wahrscheinlich schaffen, leise das Ganze anzugehen. Denn so viel Munition und so ein Gedöns haben wir nämlich nicht. So, dann schauen wir mal. Warte mal, ich klettere hier hoch. Vielleicht kann ich dann was sehen. Ist auch besser für dich. Pass auf, dass du nicht abrutschst und in ein Rohr reinfällst. Alles klar? Ja. Die Kirche. Ich sehe sie. Was? Hey, da ist Kidman.
Guck mal, was ich hier habe. Scheint noch zu funktionieren. Geh vor, ich gebe dir Deckung. Das war jetzt... Das war Kidman gewesen? Mit unserem... Oh nee, mit unserem verrückten Patienten. Was war denn das? Ach so. Aua! Alter! Alter, wo? Ach, da oben. Du gibst mir... Boah! Alter! Wo gibt mir der denn Deckung? Das gibt's doch gar nicht! Komm hier, schieß mich. Ey, das ist doch nicht... Das ist doch nicht wahr! La 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 la. Deckung, sie schießen. Ach nee, jetzt auf einmal. Hallo, ich bin hier. Das glaube ich jetzt nicht, ne? Das glaube ich. Boah, dieser Joseph. Wenn ich diesen Horror überlebt habe, dann wird es Joseph auch einen Horror geben. Ja. Aber einen ganz gewaltigen Horror. Na toll. Was war das denn? Och nee. Alter. Wollt ihr mich verarschen? Ich dachte, er gibt mir Deckung. Hehehe. Ich kann gar nicht rennen hier oben, oder? Doch. So. Kann ich eigentlich einen neuen Bolzen erstellen? Ja, kann ich. Okay, Harpunenbolzen. Jawohl, nehmen wir mal. Nehmen wir mal die Harpunenbolzen. Sebastian, dieser Pfad sollte direkt zur Kirche führen. Geh weiter, ich gebe dir Deckung. Habe ich ja gesehen, wie du mir Deckung gibst. Bitte kein Dicker hier oder sowas. Bitte kein Fitti. Bitte kein Fitti. Ich bin so schlecht ausgerüstet. Ich höre jemanden, aber ich sehe keinen. Oh, hier liegt noch mehr Munition. Für die Flinte. Wie geil ist das denn? Wo ist der? Was? Wer ist er denn? Alter, was ist das denn für ein Mongo? Alter, wer ist das? Aua! Alter, wer ist der... Alter, wer ist der Mongo? Alter, wer ist denn dieser fitte Mongo? Mein Schatz. Ich bin ein bisschen größer geworden, aber hallo, mein Schatz. Alter, das geht's gar nicht. Geht überhaupt nicht. Oh, ich glaube, der hat schlecht geschissen. Dieser Pfad sollte direkt zur Kirche führen. Geh weiter, ich gebe dir Deckung. Jetzt weiß ich auch, wer da so am Brummeln ist. Okay. Also finden wir hier wieder andere Sachen. Ich werde mal eben schnell nachladen. Hier auch nochmal eben schnell auf die Stelle. Ha,
Haben wir eine Spritze? Oh, wir haben eine Spritze, geil. Soll ich euch ganz ehrlich was sagen? Wir heben uns das für eine weitere Folge auf. Ja, The Evil Within. Und dann wird's hier lustig, denn dann... hoffe ich mal, dass der fette Joseph auffrisst. Nein. Also, wir sehen uns morgen in einer weiteren Folge The Evil Within. Und dann geht's hier spannend weiter mit dem dicken Mongo-Golem. Mit dem, ja, Mongo-Golem, der aus dieser Tür kommt. Also, bis morgen. Tschüss.